Lars Klingbeil von der SPD-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin dem Kollegen Binninger sehr dankbar für die Tonlage, die er in die Diskussion hier reingebracht hat. Und ich finde, das ist eine angemessene Tonlage für die Diskussion, die wir heute führen. Ich erinnere mich noch dran, in der letzten Legislatur, als ich als Sprecher der SPD in der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft, als wir zum Ende dieser Enquete-Kommission beim damaligen Innenminister Friedrich eingeladen waren. Konstantin von Notz war auch mit dabei und wir haben dort gesessen und haben über auch wegweisende Entscheidungen der Enquete-Kommission geredet. Und eine der Hauptbotschaften vom damaligen Innenminister war, wir müssen im Bereich des IT-Sicherheitsgesetzes endlich vorankommen. Das hat sich an den damaligen Koalitionspartner, glaube ich, vor allem gerichtet, aber zeigt auch, wie lange wir diese notwendige Diskussion hier im Parlament führen. Und ich finde, wenn heute der Vorwurf im Raum steht, dass wir zu lange gebraucht hätten, kann ich nur für diese Koalition sagen, ich finde das gar nicht schlecht, dass wir nach einem Jahr ein solch wichtiges Gesetz hier auf den Weg bringen, ein solch wegweisendes Gesetz auf den Weg bringen. Und ich halte es für dringend notwendig, dass wir im Bereich der IT-Sicherheit endlich vorankommen. Ich glaube auch, dass wir heute einen Paradigmenwechsel einleiten, den wir nicht zu kleinreden sollten. Wir definieren die Rolle des Staates im Bereich der IT-Sicherheit heute anders. Wir machen heute mit diesem Gesetz deutlich, dass der Staat eine Aufgabe hat, dass er eine Aufgabe hat im Bereich der Kontrolle des Lagebildes, auch der Informationseinholung, dass er dort ganz andere Rechte hat. Und wir alle wissen doch, wie notwendig es ist, dass der Staat eine andere Rolle bekommt, wenn wir uns die Verletzlichkeit einer modernen Gesellschaft anschauen, wenn wir sehen, wie verletzlich öffentliche Daseinsvorsorge, der Energiebereich, der Verkehrsbereich, der Gesundheitsbereich sind, dann sehen wir, der Staat muss eine andere Rolle bekommen und die bekommt er mit diesem Gesetz. Ich warne aber auch davor, und der Kollege von Notz hat das vorhin angesprochen, ich warne davor, dass wir hier den Eindruck erwecken würden, das IT-Sicherheitsgesetz sei die Antwort auf Snowden und alle Bedrohungen, die sonst irgendwie im Raum stehen. Konstantin, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass wir heute einen Teil definieren. Es gibt viele andere Aufgaben, die politisch noch vor uns liegen, wenn es darum geht, Vertrauen in IT-Infrastruktur, Vertrauen in Kommunikation, Vertrauen auch in Geheimdienste wieder sicherzustellen. Da müssen wir eine ganze Palette von Aufgaben noch erledigen. Das IT-Sicherheitsgesetz ist ein kleiner Teil. Andere Punkte sind genannt worden. Da geht es um IT-Sicherheitsforschung, da geht es um die Herstellung von digitaler Souveränität, da geht es um Verschlüsselungs- und Kryptotechnologien. Alles das ist auch im Koalitionsvertrag angelegt. Und wir werden Druck machen, auch als Sozialdemokraten, dass hier in den nächsten Jahren etwas passiert, wenn es darum geht, Vertrauen in Kommunikation wiederherzustellen. Ich will ein paar Punkte nennen, die für uns jetzt im parlamentarischen Verfahren sehr wichtig sein werden. Und ich will dem Kollegen Janicek ausdrücklich anbieten, wenn es denn Ideen gibt, wie man zur Champions League kommt, dann werden wir uns das auch im parlamentarischen Verfahren genau anschauen. Ein paar Punkte, die wir diskutieren werden sicherlich, und einige sind angesprochen worden, das ist die Frage der öffentlichen Stellen und der Frage, hat der Staat eigentlich auch für das Lagebild die Angriffe abzuliefern, die auf ihn gefahren werden. Da gab es ja gestern noch die Kritik, dass das Gesetz damit verfassungswidrig sei. Ich glaube nicht, dass es verfassungswidrig ist, aber wir bieten schon an, dass wir uns das nochmal angucken. Das ist auch in unserem Interesse, dass wir hier schauen, was der Staat melden muss. Das Zweite, hat die Kollegin Kampmann angesprochen, ist die Rolle des BSI. Wir halten es für richtig, dass das BSI aufwächst, dass es hier eine neue Verantwortung bekommt. Aber wir wollen auch noch mal reden über die Unabhängigkeit des BSIs und über die Frage, wie die gestärkt werden kann. Die Kritik aus der Wirtschaft, dass man sagt, hier ist das BSI Diener zweier Herren, die müssen wir, glaube ich, im parlamentarischen Verfahren sehr genau nehmen. Was die Meldepflicht angeht, kann ich den Vorwurf der Rechts- und Planungsunsicherheit nicht verstehen, weil wir alle wissen, dass es über eine Verordnung passieren wird, weil wir alle wissen auch, wie schwierig und wie sensibel die Definition von kritischer Infrastruktur, von der Frage, welche Angriffe sind das eigentlich, die hier anonym oder die namentlich gemeldet werden müssen. Wenn wir diesen Paradigmenwechsel haben, dann ist das eine sensible Debatte und die müssen wir mit der Wirtschaft hier auch in der Politik sehr sensibel führen. Und da hat der Innenminister sich auf den Weg gemacht, da hat die Bundesregierung sich auf den Weg gemacht. Und ich halte das für richtig, man kann nicht immer sofort von der Politik die hundertprozentigen Antworten erwarten. Deswegen ist der Weg über eine Rechtsverordnung hier genau der richtige. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will für uns noch mal ausdrücklich sagen, das ist heute die erste Lesung. Wir gehen jetzt in ein parlamentarisches Verfahren mit Anhörungen, wo wir sicherlich viele Punkte uns noch mal genau angucken werden.
Aber das, was hier grundsätzlich passiert, dass der Staat eine andere Verantwortung im Bereich der IT-Sicherheit bekommt, das ist der richtige Weg. Es wurde Zeit, dass hier endlich was passiert. Und wir sind froh, dass es nach einem Jahr Große Koalition uns gelungen ist, dieses IT-Sicherheitsgesetz auf den Weg zu bringen. Und ich würde mich freuen, wenn die Opposition sich konstruktiv in die Debatte einbringt und vielleicht nicht ganz so krawallig, wie das heute an der einen oder anderen Stelle der Fall war. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat die Kollegin Nadine Schön das Wort von der CDU-CSU.